So, neues Spiel, neues Glück. Wir sind schon mittendrin. Wir hüpfen in Yasnaya raus. Und ich muss gucken. Was muss ich noch erledigen hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Mission. Springfest. Habe ich gerade erst mit angefangen. Ich bin ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt in dem einen oder anderen Video. Ich war jetzt irgendwie 30 Tage im Urlaub. Unglaublich viel. Also, 30 Tage, nicht 30 Arbeitstage. Und, dementsprechend... Okay, da kommen sie runter. Da geht was. Okay, alles klar. Shit, habt ihr das gesehen? Direkt neben mir. Direkt neben mir. Der war hier. Pushen ist auf der... In der ist sich nicht schlau. Der hat eine Schrotflinte. Shit. Problem. Der hin. Oh! Okay. Was war denn das, bitteschön? Hä, wo ist der Last Man Standing? Wo ist der Last Man Standing? What the fuck was that? Schön Auto. So, ich glaube, die MG ist ganz gut geeignet für unseren Anwendungsbereich. Da muss noch irgendwo einer rumleuchten. Ich brauche noch eine Scope oder irgendwas. Haus, Fenster, oben. Haus, Fenster, oben. Kann ich bitte ein Scope haben? Tja, die Drachen müssen natürlich noch rein. Letztes Mal, dass ich ändere. Durch den Neuner. Boah, wir sind im Server mit guten Leuten. Wir sind in einem Server mit guten. Wir sind in einem Server mit guten.
Blöd ist, dass sie jetzt weiß, wo ich bin. Ich glaube, ich habe ihn gehört. Das Game ein bisschen lauter machen. Ja, ihr wisst ja, man kann nicht treffen durch Erhöhung der abgegebenen Anzahl an Schüssen ausgleichen. Ich habe ein bisschen Panik, der andere Typ war 100% kein Bot. Wir müssen los. Ich habe keinen Scope. Ich habe keinen Scope. Wo war der? Wo war der? Ich wusste doch, dass er noch da ist. Da ist ein Buggy. Der ist schon ein bisschen nervig, der Typ. Problem ist halt auch, dass er echt trifft. Ah, ich sehe ihn. Ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal Bock auf mich haben. Der will auch zum Buggy rüber, oder? Der will bestimmt auch zum Buggy rüber. Ich höre noch. Ja, okay, alles klar. Der hat eine Dragunov. Die hat gesessen. Aber wir können uns heilen bis zum Abnehmen. Bis zum Sankt Nimmerleins heilen.
der Buggy noch da. Der Typ ist schon echt sneaky, das muss ich ihm lassen. Okay, alles klar. Ich geh rüber. Der Aas hat sich den Buggy geholt. Ich flippe aus. Ja, der hat sich den Buggy geholt. Ich wusste, dass das passieren würde. Oder ich sag mal so, ich hab's zumindest vermutet. Ja, da müssen wir jetzt. Oh je, da müssen wir jetzt ein Stück laufen. Das ist jetzt blöd. Und ich merke schon, ich bin echt wieder mit Profis im Server, ne? Es ist keine Anfänger am Start. Aber er hat mich auch nicht bekommen, also das muss man natürlich dazu sagen. Sollen wir da nochmal rein und schauen, ob da ein Auto ist? Könnten wir machen, ne? Komm, ohne Auto überlebt man sowieso nicht. Und außerdem haben wir die Bude jetzt sowieso für uns. Unschön ist die Tatsache, dass wir auch noch eine rote Zone jetzt oben top haben. Da ist ein Auto, sehr gut. Auch noch die rote Zone haben wir. Wunderbar. Fünfunddreißig noch am Leben. Ach komm. Oh mein Gott, wie ich keine Lust. Wie viel Glück kann man haben, ne? Wir nehmen mal einen Painkiller. Der hilft. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, shit. Warte mal, ich muss in die Richtung. Komm mal, Rückwärtsgang. Wie viel Glück ich habe. Ich habe immer noch keinen Scope, ne? Ach, shit. Das wird sowieso jetzt nichts. Ich habe im gesamten Polizeirevier kein Scope gefunden. Auch bemerkenswert. Kommt nicht so oft vor. Davon ist einer. Schauen, der hatte bestimmt irgendwas Feines, oder? Nein. Jetzt ist die große Frage, laufen oder laufen? Ach komm, wir laufen. Ohne Scope. Na, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe nur. Oh mein Gott, Munition haben wir auch keine. Sehr schön.
Okay, alles klar. Der ist im Haus da vorne. Ah, ich sehe ihn. Er steht am Haus. Er steht da am Haus. Aber er ist ein Bot, oder? Ziemlich sicher ist der Typ ein Bot. Den Hammer. Ja, ich muss ein bisschen haushalten mit meinen Scopes. Da vorne war auch noch einer. Der rennt jetzt hier gleich diese Böschung hoch. Munition, egal was. Oh mein Gott. Das kommt auch nicht. Okay. Gut. Aber ein Quad. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, ich sehe. Wo ist er? Da ist er wieder, unser Kasper. Da ist er wieder, unser Kasper von vorne. Oh, ich sehe nicht, ich sehe nicht, okay. Blöd, ne? Oh, was für ein Match. Jetzt schauen wir den mal noch zu Ende zu. Ah, da hatte ich echt eine schlechte Ausgangslage gerade. Mads Power. Das war ein Grützen-Match. Das war echt nicht gut gerade. Erst hat mir dann einen Buggy geklaut, dann bin ich die ganze Zeit in der Zone rumgelaufen, dann hatte ich die ganze Zeit keinen Scope. Aber dafür habe ich mich, glaube ich, trotzdem ganz gut geschlagen. Ach ja, und dann hatten wir noch die ganze Zeit rote Zone auch noch, ne? Also es war irgendwie gerade, uiuiui, gerade hatte ich es irgendwie gegen mich. Aber jetzt schauen wir mal noch zu Ende hier. Ich hoffe, dass meine Sora Ninja V2 demnächst kommt. Meine neue Gaming-Maus. Okay, das ist der Iron Sucuk. Kann es sein, dass das der Typ war, der mir die ganze Zeit auf die Nerven gegangen ist? War das der? Ja, das war der. Der Iron Sucuk. Mit dem habe ich mich ewig angelegt. Okay, der hat Level 38. Level 38, dass der mit uns gematcht wurde, ist bemerkenswert. Mal gucken. Was der Iron Sucuk, die Eiselwurst
Da drüben läuft einer. Was der reißt, der hat ihn nicht gesehen. Weiter rechts. Weiter rechts. Weiter rechts. Da ist er. Okay, er hat keine Cheats installiert. Offensichtlich keine Cheats installiert. Also, ich muss sagen, Average. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz auf diesen Knopf hier drücken. Ja, so viel Zeit muss sein. Dafür habe ich die Knöpfe ja, ne? So, und was machst du jetzt? Ah, er hat ein Chamber Pack, das ist natürlich sehr praktisch. Jetzt hat er keinen Chamber Pack mehr. Sind noch 7 am Leben. Ich weiß nicht, ob der Iron Sucuk das macht. Oh, der muss auch einen ultra schlechten Ping haben. Ich habe 15 Millisekunden, aber der, so wie das Auto gerade geruckelt hat, links von dir, links, geradeaus ist auch einer. Links von dir ist einer mit einem schallgedämpften Ding. Ja, aber mit der Ace trifft er, das muss man ihm lassen. Jetzt bist du geliefert, Kollege. Ja. Der hat mich doch jedes Mal getroffen, als ich da im Dings rumgelaufen bin. Im Polizeirevier. Wie kann es sein, dass der jetzt nur noch daneben schießt? Hat er seine Cheats deaktiviert oder was? So, da kommt der Buggyman, ich, da macht die jetzt platt. Oink! Boah, die Karre raucht schon. Karre raucht schon. Ich glaube, da ist rechts von dir noch einer, ist Junge. Also jetzt links. Vor dir ist noch einer mit einem Schalli. Mit einem Schalli-Karabiner oder was? Da kommt einer gerade über die Dings gelaufen. Den sieht er nicht, oder? Ja, egal. Hinten am Baum steht er. Ich sehe überall Gegner, er sieht sie nicht. Weiter links, weiter links, weiter links. Egal. Der Buggy Man wird jetzt erstmal ein Problem. Hinter dir ist eine Smoke hoch. Iron Sucuk, hinter dir ist eine Smoke hoch. Smoke hochgegangen gerade. Level 3 Gear. Oh, nee. Ach, wie cool ist denn das? Ja, der Typ, der hinter dir die Smoke geworfen hat, macht dich jetzt platt. Alter Schwede, wie krass waren. Bitte schön das, das war cool. Die Zone macht dich jetzt platt. Und der Typ, wie gesagt, der die Smoke gerade eben rausgehauen hat. Ja, genau. So, jetzt schauen wir mal. Rützgar 1 hat gut getroffen mit dem Karabiner, muss man echt sagen. Hat nicht getroffen, oder? War kein Treffer. Der könnte getroffen haben. Das war der letzte Chance auf den Schuss. Ja, okay. Wenn du in der Zone bist. Oh yeah. Okay, ich glaube, der hat gewonnen. Der andere muss sie. Bei so einer Situation markiert immer den Gegner. Markiert immer die Position vom Gegner. Dann könnt ihr nämlich sehen, ob er noch in der Zone ist oder außerhalb, ne? Oh shit, der hat eine AWM. Ein Schuss und der andere ist tot. Weg da, Bewegung! Okay, das war ein Körpertreffer, deswegen. Das sind zwei gute. Das sind zwei gute, die da gegeneinander zocken gerade. Hat auch krasse Skins an der Knarre. Okay, wo kam denn so schnell bitteschön die Ding her? Die Blendgranate, wie kommt die? Der war gut. Der war richtig gut. Wie hieß der? Swirma 1224? Dass der so schnell die Blendgranate da drüben gehabt hatte, das hat mich gewundert. Okay. Krasses Game. Ich werde den Typen nicht reporten. Der hat nämlich echt gut gespielt. Auch mit seinem C4 hat er das gut gemacht. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao, ciao.